Klasse und zeigen euch heute unsere Schule. Kommt mit! Wer bist du und was sind deine Aufgaben an dieser Schule? Ich bin die Martina Friedrich, Leiterin der ABC-Privatschule Trinity in Villach und unterrichte die 3. und die 4. Klasse. Momentan gibt es 19 Schülerinnen und Schüler an unserer Schule. Was gefällt dir in dieser Schule und was ist dir wichtig? Ich mag die kleine familiäre Atmosphäre an unserer Schule und die wirklich gute partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Eltern. Wichtig ist mir auch, dass die Kinder der 4. Klasse gut ausgerüstet sind mit Wissen und Werten, um den Übertritt in die nächste Schule gut meistern zu können. Das letzte Jahr hat uns gezeigt, wie wichtig auch die Medienerziehung ist. Wir haben digital aufgerüstet und können so im Distance Learning die Kinder auch bestmöglich betreuen. Ich bin Mutter von 2 Kindern. 2 Kinder heißen Leon und Zoe. Leon geht jetzt in die 4. Klasse, Zoe in die 2. Klasse. Seit Anfang an gehen sie eigentlich in die Privatschule ABC Trinity. Ich habe sie deswegen dorthin geschickt, weil ich finde, dass die kleinen Klassen mit wenig Schülern einfach super sind, weil jeder Lehrer auf jedes Kind einzeln eingehen kann, was das Lernen betrifft. Ich bin eigentlich sehr zufrieden. Die Kinder sind auch sehr zufrieden. Es geht ihnen sehr gut. Und vor allem das Miteinander zwischen Lehrer und Eltern funktioniert auch einwandfrei. Das war die beste Entscheidung, die wir hatten, dass die Kinder dort zur Schule gehen. Hallo, wer bist du und was machst du hier? Ja, hallo, mein Name ist Silvia Wasserteurer und ich bin momentan hier an der Schule als Assistenzlehrerin tätig. Ich habe diese Schule mitgegründet im Jahr 2008 und seit dieser Zeit unterrichte ich hier. Und ich bin auch noch die stellvertretende Obfrau des Trinity-Vereins, das ist der Schulträger oder Schulerhalter. Warum bist du an der Schule? Ja, ich bin hier, weil es mir schon, wie ich die Schule gegründet habe und auch immer noch ist, ein Herzensanliegen, dass Kinder Ort haben, wo sie lernen können, an die einen Ort haben, wo sie sich wohlfühlen, wo sie sich angenommen fühlen, wo Lehrer und Lehrerinnen auf ihre Schwächen, aber auch auf ihre Stärken eingehen können und wo nicht nur reines Wissen vermittelt wird, sondern auch Persönlichkeitsbildung und Herzensbildung stattfindet. Was für eine Privatschule ist die ABC-Schule? Der volle Name unserer Schule ist die ABC Privatschule Trinity Villach und als solche sind wir eine konfessionelle Privatschule der Freikirchen in Österreich mit Öffentlichkeitsrecht. Allerdings muss man, wenn man unsere Schule besuchen möchte, nicht Mitglied in einer Freikirche oder einer anderen Kirche sein, sondern jeder ist bei uns willkommen. Mir gefällt die Schule, weil ich nette Freunde habe und mein bester Freund geht auch in die Schule und mit dem spiele ich sehr oft und die Computer sind auch richtig cool. Wer bist du und was ist deine Aufgabe an dieser Schule? Mein Name ist Laura de Wilder, ich bin 24 Jahre alt und ich bin seit 2017, also direkt nach meinem Bachelor, Teil dieser Schule. Derzeit bin ich Lehrerin der 1. und 2. Klasse, wo insgesamt 6 Kinder sind. Was ist dir wichtig und warum bist du in dieser Schule? Was mir wichtig ist, dass wir nicht denken, dass wir jetzt unbedingt besser sind als andere Schulen. Wir unterrichten genauso wie an öffentlichen Schulen auch nach dem österreichischen Volksschullehrplan. Aber wir wollen den Kindern und auch den Eltern einfach eine Alternative bieten, weil wir unter ganz anderen Rahmenbedingungen arbeiten können. Das sieht man auch bei uns gleich einmal an der Größe der Klassen, also mit 6 Kindern oder 8 Kindern oder 9 Kindern. Das ist einfach ein viel besserer Überblick, es entsteht ein besseres Klassenklima und ich als Lehrerin kann einfach eine bessere Bindung aufbauen zu den Kindern. Wir arbeiten kindzentriert, das bedeutet, wir können auf leistungsstarke und auch auf leistungsschwache Kinder gleichermaßen eingehen
weil wir unter anderem zum Beispiel mit dem EFOL-Konzept, also mit modernen Lernformen, arbeiten. Mir persönlich ist es auch noch besonders wichtig, dass ich mit den Kindern auf einer Augenhöhe bin, dass wir auf einer Ebene sind, weil dann die Bindung einfach viel besser ist zwischen mir und den Kindern und dass ich ihnen einfach mit Wertschätzung begegne. Mein Unterricht soll Spaß machen, weil so lernt es sich gleich viel leichter. Zum Schluss noch ein Kind hat einmal gesagt zu mir, meine Schule ist so lustig, ich mag immer in der Schule sein, ich mag gar nicht zu Hause sein. Diese Aussagen bestärken mich einfach in dem, was ich mache und ich liebe meinen Job einfach. Ah, mir ist gerade eingefallen, der Enes kann gut Englisch. Komm mal mit, Enes. Hi Andrew, how are you doing? I'm good, thanks, how are you? Good. What is your role at the school? Well, I'm the English native speaker here at Trinity Phealach, and we have an interactive study program, and we encourage the children whilst at the same time we challenge them to enjoy learning English. Each class has progressive age-related grammar, vocabulary, sentence structure whilst learning to listen, speak and read and write good English. I'm also a teaching assistant in exercise and sport, and I help in mathematics and art and crafts one-to-one in groups, and also to help integrate English into the lessons. Why is it important for children to learn English? I believe English is a very important international language to learn, as it helps children communicate, it broadens their knowledge and also enhances educational opportunities. It will without doubt assist children with work job opportunities and life chances, not only here in Carinthia but also in Austria, Europe and throughout the world. Mir gefällt die Schule, weil man lernen kann, weil andere Freunde kommen, dass ich spielen kann mit ihnen. Guten Tag, mein Name ist Eva Kurz. Meine Tochter Valerie besucht die 4. Klasse der ABC-Schule Trinity Phealach. Wir haben uns für diese Schule entschieden, weil sie ein Ort zum Wohlfühlen ist, an dem die Kinder schnell und gut lernen. Sie ist ein Ort, an dem soziale Kompetenz gefördert wird. Das sieht man, wenn Kinder aller 4 Schulstufen in der Pause miteinander spielen. Ich hoffe, wir konnten Ihnen einen guten ersten Einblick in unsere Schule geben. Für weitere wichtige Informationen besuchen Sie unsere Homepage auf www.trinity.co.at. Es würde mich freuen, Sie schon bald an unserer Schule persönlich begrüßen zu dürfen. Bis dahin, auf Wiedersehen!